Hello Friends und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Food Diary von mir. Ich habe euch wieder ein paar Tage lang durch meine Ernährung mitgenommen, unter anderem noch die letzten ein, zwei Karnevalstage. Also seid auf jeden Fall gespannt und ich würde sagen, let's go mit dem Video. Good morning Friends, ich melde mich wieder unter den Lebenden hier. Wir waren gestern Abend gar nicht mehr groß weg, wir waren noch was Kleines essen, habt ihr ja gesehen, weil die Gruppe war einfach zu groß und wir wären eh in keinen Club mehr reingekommen, deswegen sind wir, keine Ahnung, ich war um 10 zu Hause. Hab dann bis 8 geschlafen, musste nämlich mein YouTube-Video heute noch fertig machen, deswegen konnte ich nicht länger schlafen, aber es hat ja gereicht. Und jetzt habe ich mir Frühstück gemacht, heute wird ein Tag Pause gemacht. Wahrscheinlich, ich habe gerade schon wieder, hat ein Bekannter von mir geschrieben, dass wir in seinen Geburtstag reinfeiern könnten und kommen könnten. Aber let's see. Ich hatte irgendwie schon mehr Bock, sag ich euch, wie es ist. Ich muss da aber mit Paula noch ein Wörtchen drüber reden, weil wir wollten eigentlich zu InfoFit heute Abend. Ja, jetzt gibt's erstmal richtig geil. Wir haben ja so Wraps gekauft. Alles klar, Vicky spammt mich gerade ein bisschen zu. Genau, ich habe mir jetzt mal wieder meine süßen Wraps gemacht mit Quark- und Erdbeermarmeladenfüllung und Powder Peanut Butter drauf und Pistazien. Richtig geil. Auch sehr nice. Und ich würde sagen, ich mache nur kurz ein Beauty-Shot. Ich lasse mir das jetzt mal schmecken mit meinem Käffchen. Und dann sehen wir uns später wieder. Typical Karnevals-Pizza-Date. Hier Kim Possible und ich bin wie immer ange... Oh, ich habe da einen Fleck. Naja, so geil aus, Leute. Oh mein Gott, I can't. Einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir gibt es wieder den letzten Wrap, den ich noch habe. Mit Marmelade und Quarkfüllung und Peanut Butter drüber und Haselnüssen und Kokosraspeln. Und das lassen wir jetzt schmecken und dann kommt in einer Stunde Millie schon zu mir. Dann geht's los. Heute ist Rosenmontag. Das wird wild, sage ich euch. Das wird richtig wild. Alle sind parat, Witze, ey. So, Freunde, wir haben jetzt eine kleine Stärkung hier bei Stadtsalat bestellt. Ich habe meine Bowl wie immer mit Kartoffeln, Hähnchen, Kraut, Brokkoli und Rotkohl, glaube ich. Und Millie hat hier eine ganz wilde Kombi mit Süßkartoffeln, Avocado, Burrata, einfach Feta. Doppelkäse hält besser, ne? Kartoffeln, Blumenkohl und allen möglichen Zeugs. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Und jetzt lassen wir uns das schmecken. Und dann melde ich mich vielleicht später, vielleicht morgen. Good morning, Friends. Ich bin wieder unter den Lebenden. Ich war gestern Abend ja noch ein bisschen weg, aber ja, auch nicht mehr so lange. Ich glaube, ich war um 12:30 zu Hause. Und jetzt gibt es mein geliebtes warmes Schoko-Salted-Caramel-Porridge mit Pistazien, Salz und dieser White-Chocolate-Cream. Das gibt es jetzt bei mir mit meinem Käffchen. Und dann mal gucken, was der Tag so ergibt. Ich muss heute wirklich einiges Organisatorisches und am Laptop ein bisschen was machen, weil das habe ich die letzten Tage extrem schleifen lassen. Und eventuell geht es heute Abend dann nochmal irgendwo los, weil heute Nacht ist Nubbelverbrennung. Das ist wohl sehr traditionell in Köln. Ich mich damit gar nicht aus, aber ich gucke mal, was der Tag so bringt. Wir kochen heute mal ein Gericht von HelloFresh. Oh mein Gott, ich teste das jetzt auch mal aus. Ich steige auf den Hype mit auf. Und zwar gibt es Gnocchi mit Ofenkürbis und zitronigen Kräuterfrischkäse. Das habe ich mir ausgesucht. Das sieht so geil aus. Oh mein Gott, und ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Rezeptemensch, aber ich werde noch mein Bestes geben, mich ans Rezept zu halten. Hier sehen wir alle Zutaten, die wir haben. Honig, Zitrone, Knoblauch, Kürbis und Frischkäse. Und das Geile ist, das ist immer direkt auf euch abgepasst, also auf eure Portion und ihr müsst quasi nichts wegschmeißen am Ende. Das ist echt praktisch. Ich würde sagen, wir kochen das jetzt mal zusammen. Mein Essen ist jetzt fertig und es sieht so lecker aus. Oh mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass das so ästhetisch am Ende aussieht. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal direkt hier in der Kürbisspalte. Gnocchi, Frischkäse, Parmesan. Schaut es euch an. Es sieht so wild aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, schmeckt das gut. Hätte ich ja niemals gedacht, dass die Kombi so wild ist. Gerade auch mit der Petersilie und dem Frischkäse und den Kürbiskern. 10 von 10 das Gericht. Also wirklich, ist komplett mein Geschmack. Also, die Kochbox hat schon mal meinen Test bestanden und würde ich immer wieder machen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr HelloFresh schon kennt oder nicht. Aber was ich zu HelloFresh sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es da mega, mega viele abwechslungsreiche Rezepte gibt auf der Website, wo ihr euch für jede Woche ein paar aussuchen könnt. Ihr könnt auch eingeben, für wie viele Personen ihr kochen wollt, ob ihr für 2 Personen, für 3 Personen, für 4 Personen kochen wollt und wie viele Gerichte ihr pro Woche haben wollt. Das Coole ist, ihr müsst halt auch nichts wegschmeißen, weil die Zutaten auf die Menge abgepasst sind und das sind auch perfekte Portionsgrößen, finde ich. Wenn ihr HelloFresh auch mal probieren wollt, dann
Ich schreibe euch das Ganze nochmal in die Infobox. Könnt ihr mit meinem Code, den ich euch einblende und nochmal unten reinschreibe, bis zu 90 Euro auf eure ersten 4 HelloFresh-Boxen sparen. Und wenn ihr über meinen Link bestellt, dann kriegt ihr noch kostenlosen Versand auf die erste Box oben drauf. Das ist Hammer. Also ich würde sagen, das ist kein Grund, es nicht mal auszuprobieren. Das ist so geil. Ich lasse mir es jetzt schmecken. Wie gesagt, alles Wichtige ist in der Infobox verlinkt. Und schreibt mir sehr gerne mal, wie gesagt, euer Feedback oder ob ihr es schon getestet habt. Oder ob ihr jetzt vielleicht sagt, hey, ich muss da auch mal bestellen. Bin ich mal gespannt auf euer Feedback. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nachher wieder. Ich lasse mir es jetzt schmecken. So, Friends, back to routine. Es gibt endlich mal wieder meine Quarkbowl mit Salted Caramel, Peanut Butter und Soja Krispies natürlich. Och, ich habe es so vermisst, Leute. Die letzte Woche war so ein Chaos, was meine Ernährung anging. Aber das darf auch mal sein. Wisst ihr Bescheid. Das Leben ist einfach zu kurz, um sowas nicht zu genießen. Und ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Und morgen früh geht es endlich wieder ins Gym. Ich war jetzt auch seit einer Woche wieder nicht im Gym. Perfekt. So, Friends. Ich war gerade mit Vicky im Gym. Bei mir gibt es jetzt Protein-Wraps mit Quark und Marmelade und Peanut Butter drüber. Ich mache mir gleich noch einen, aber ich muss mich ein bisschen beeilen, weil in einer knapp einer Stunde mein Papa da ist und ich bin wirklich noch gar nicht fertig gemacht nach dem Gym. Ich musste mich gerade noch was Wichtiges aufnehmen und ja, das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Aber wie behindert ist das denn? Aber ganz cool. So, Friends, es ist Zeit für meine Quarkbowl. Ich freue mich sehr drauf. Ich gucke jetzt gerade die SDS im Hintergrund. Hab Augenpads drauf, hab frisch geduscht, Haare gewaschen. Ich liebe es komplett. Und das gleich mit schmecken. So, Friends, good morning. Ich gehe jetzt gleich mit Vicky ins Gym. Und ich habe eigentlich noch gar nicht so richtig Hunger, aber ich snack jetzt noch schnell einen Protein-Wrap mit Marmelade. Ja, genau, weil ich muss in 15 Minuten los. Und ich möchte jetzt auch nicht mehr zu viel im Magen haben vom Training, sonst wird mir schlecht. Deswegen gibt es jetzt und ich melde mich danach bei euch. Ich war jetzt gerade im Gym mit Vicky, war noch einkaufen. Es gibt Maiswaffeln mit Pute und ich habe gerade einen Eiskaffee getrunken. Genau, das esse ich jetzt. Dann gehe ich mit Bounty raus und später geht es dann zu Millie. Dann machen wir einen GNTM-Abend. Ich freue mich sehr drauf. Heute Begleitung, Leute. Glücklich. Das ist übrigens mein altes Nagelstudio hier. Dieses eine Top, was ich oft anziehe. Was ich auch habe. Ja. Ja, das sieht immer schick aus. Friends, ich habe heute noch gar nicht gefilmt. Es tut mir leid. Ich war heute Morgen direkt bei einem Arzttermin. Dann bin ich direkt weiter zu Vicky, die hat nämlich einen Friseurtermin und ich habe ihr ein bisschen geholfen, Stories zu machen, ein bisschen zu filmen und ihr einfach Gesellschaft geleistet, weil es 3 Stunden gedauert hat oder 4 Stunden. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe was gegessen, habe mich jetzt fertig gemacht, bin mit Bounty raus, kurz einen Kaffee getrunken, ein bisschen gechillt. Jetzt muss ich mich hier fertig machen, beziehungsweise habe mich schon fertig gemacht, hier drunter unter dem Pulli, denn heute feiere ich meinen Geburtstag mit ein paar Freunden nach und wir gehen jetzt gleich essen. Ich muss aber vorher noch mit Bounty raus und ja, wir gehen was essen und danach gehen wir noch ein bisschen weiter in die Karaoke-Bar wahrscheinlich, werden wir dann spontan gucken. Deswegen kommt heute nicht so viel von mir, aber wie gesagt, ich zeige euch noch, was ich im Remus nachher esse. Aber ja, sonst habe ich heute nichts gefilmt. I'm sorry. Heute bleiben, gehen wir leer aus. Hallo, Cola ist schon genug essen. Ja, war jetzt ein guter Erinnerung. Good morning, Friends. Bei mir gibt es wieder Protein-Wraps mit Marmelade und Quark und Peanut Butter drüber und Pistazien. Ich freue mich sehr drauf. Der Abend gestern war sehr, sehr schön mit meinen Mädels. Wir waren einfach nur bei Remas was essen, saßen da noch bis 24 Uhr, glaube ich, und haben einfach gequatscht und ja, war auf jeden Fall richtig schön. Und jetzt gibt es das bei mir und dann treffe ich mich nachher mit Vicky und muss heute ein bisschen noch Video schneiden. Und sonst sieht es heute relativ entspannt aus. So, Friends, wir waren jetzt heute Vormittag im Gym und bei mir gibt es jetzt Maiswaffeln mit Pute. Und dann geht's nachher, ich muss jetzt ein paar Bilder übertragen auf mein Handy. Und dann geht's nachher zu meinen Mädels. Wir kochen heute Pink Pasta. Das ist ja so ein Trend auf TikTok gewesen. Und ich bin richtig gespannt, weil ich mag ja eigentlich keine rote Beete, aber die so...
Alles klar. Die Soße soll halt nicht so nach Rote Beete schmecken, deswegen bin ich gespannt. Machen uns einen Mädelsabend, weil wir Urlaub gebucht haben und müssen jetzt noch nach Flügen gucken und ein bisschen planen. Und es wird sehr schön, ich freue mich. So, Friends, ich habe jetzt gerade ein bisschen was am Laptop gemacht und ich snacke jetzt noch eine Pop Roll in Salted Caramel. Die ist richtig geil. Und chill ich ein bisschen aufs Bett. Und dann mache ich mich nachher fertig. Ich muss halt einfach so zugestimmt. Ich habe das noch nie auf TikTok gesehen. Ich wollte das immer bei so einem TikTok-Food-Trend-Video machen, aber ich kam noch nicht dazu. Und jetzt fand ich voll geil, dass du das vorgeschlagen hast. Das war richtig toll angeröstet, damit es vielleicht nicht ganz so doll rote-beetig ist. Pasta noch so. Pasta-Wasser. Boah, das riecht. Chillig, das Ding. Kennst du das nicht, diesen Nudelmatsch-Sound? Nee. Ich muss nur nach und nach reingehen, weil ich habe so einen kleinen Topf. Sieht so geil aus, oh mein Gott. Yummy! Yummy! Aua, ups. Freunde der Sonne, ich bin jetzt hier zu Hause angekommen und bei mir gibt es eine Quark-Bowl mit Nussmus und so Krispies wie immer. Und ich freue mich jetzt sehr drauf, es ist schon 23 Uhr, Leute. Aber ja, was muss, das muss. Oder was ich will, das will ich. Ach, keine Ahnung, ich habe keinen Kopf mehr. Aber auf jeden Fall der Abend mit den Mädels war super schön. Wir haben die Flüge gebucht nach Rom. Und jetzt kann der Urlaub starten. Zwar erst im September, aber egal. Vorfreude ist auch eine sehr schöne Freude. So, Friends, das war's wieder mit dem Food Diary. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben, natürlich ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und schaut auch unbedingt auf Instagram vorbei, um nichts mehr aus meinem Leben zu verpassen. Und ich wollte euch nochmal auf meinen HelloFresh-Code hinweisen, mit dem ihr bis zu 90 Euro auf eure Boxen sparen könnt. Und ja, alles steht in meiner Infobox. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.